Mit Betongold der galoppierenden Inflation trotzen, Immobilien als ultimativer Schutz vor der Wirtschaftskrise. Viele Kapitalanleger und Immobilieneigentümer sind davon überzeugt. In diesem Video zeige ich Ihnen, dass das ein Irrtum ist. Zunächst ein kurzer Rückblick. Im März hatte ich ein Video veröffentlicht und Gründe aufgeführt, warum man Immobilien in Deutschland jetzt verkaufen sollte. Damals schien die Welt noch in Ordnung, denn die Immobilienpreise stiegen noch. Doch jetzt hat sich der Wind gedreht, und zwar gewaltig. In diesem Video zeige ich Ihnen 4 ganz akute Gefahren, mit denen Immobilienbesitzer konfrontiert sind. Und seien Sie gespannt auf eine Art Sondersteuer in Zeiten hoher Inflation, die wirklich kaum jemand auf dem Schirm hat. Die Immobilienmärkte Deutschlands sind folgenden akuten Gefahren ausgesetzt. Erstens Zinswende. Zweitens Marktumkehr. Drittens Inflation. Und viertens Deindustrialisierung. Die Zinswende ist da. Der Zinstrend hat gedreht und wir haben steigende Zinsen voraus. In diesem Chart des Bund Futures sehen Sie ganz klar, wie dramatisch der Markt gedreht hat. Und hier die Betrachtung von der Renditeseite, hier der Chart der Umlaufrendite. Auch hier hat der Markt gewaltig gedreht und in dem kleinen Chart rechts oben sehen Sie, dass die Zeit der Nullzinsen vorbei ist. Die EZB in Frankfurt hat am 8. September die 3 Leitzinssätze um jeweils 0,75 Prozentpunkte erhöht. Der Hauptrefinanzierungssatz, zu dem sich Banken bei der EZB Geld leihen können, steigt somit auf 1,25 Prozent. Es handelt sich dabei um die stärkste Erhöhung seit Einführung des Euro. Wir kommen zur zweiten Gefahr, der Marktumkehr. Und das hat 4 Teilaspekte. A. Der Bauboom ist zu Ende. In dieser Grafik sehen Sie, wie dramatisch die Auftragsstornierungen in der Baubranche gestiegen sind. Der Preistrend an den Immobilienmärkten hat auch gedreht. Jetzt sind fallende Immobilienpreise angesagt. Diese Schlagzeile zeigt Ihnen, dass der Immobilienboom geendet hat und es schon zu Preiskorrekturen in vielen Städten gekommen ist. Und es gibt jetzt sogar erste Anzeichen, dass es inzwischen auch in München gedreht hat. Jetzt kommen wir zum dritten Aspekt, Immobilienaktien an der Börse. Und es ist ja auch oft so, dass die Ereignisse an der Börse einen Vorlauf von 6 bis 9 Monaten vor der Realwirtschaft haben. Also schauen wir uns mal an, was mit Immobilienaktien und Indizes an der Börse in den letzten Monaten passiert ist. Wir fangen an mit den USA. Der Aufwärtstrend ist zu Ende, ein Abwärtstrend hat sich etabliert und die Kurse sind aktuell 28% vom Höhepunkt entfernt. In der Schweiz sieht es etwas schlechter aus, da sind die Kurse schon 32% vom Top entfernt. In China eine dramatische Entwicklung, -60% vom Höhepunkt. Jetzt kommt Deutschland und da sieht es noch dramatischer aus. -69% hat der breite Real Estate Index bereits eingebüßt. Und das spiegelt sich auch in den einzelnen Unternehmen der Immobilienbranche wider. Vonovia 62% vom Top. LEG Immobilien -56%. Deutsche Wohnen -63%. TAG Immobilien -68%. Dann gibt es aber auch Märkte, wo die Immobilien überhaupt noch nicht eingebrochen sind, wie zum Beispiel Japan. Das sehen Sie hier in diesem Bild. Der vierte Aspekt der Marktumkehr. Bei fallenden Preisen wandelt sich der Käufermarkt in einen Verkäufermarkt. Was bedeutet das? Erstens, je länger Sie warten, Ihre Immobilie zu verkaufen, umso größere Preisabschläge müssen Sie hinnehmen. Zweitens, je länger Sie warten, umso länger wird es dauern, bis Sie Ihre Immobilie loswerden. Jetzt dauert es vielleicht 2 Monate, bis Sie einen Käufer finden und zum Jahresende eventuell schon 3 oder 4 Monate. Und wenn Sie einen zu hohen Preis verlangen, kann es sein, dass Sie gar nicht verkaufen können. Die Zeit drängt also. Wir kommen zur dritten Gefahr,
der Inflation, die ja innerhalb kürzester Zeit ein atemberaubendes Niveau erreicht hat. Schauen wir uns den langjährigen Vergleich mal an, wie sich Inflationen und Zinsen verhalten haben. Und ich weise zunächst mal auf die 70er Jahre hin. Das waren ja Zeiten mit einer relativ hohen Inflation. Und man sieht hier, dass die Inflation und die Zinsen im Gleichschritt gestiegen und dann später auch wieder gefallen sind. Jetzt, in der Gegenwart, haben wir ein völlig anderes Bild. Wir haben seit vielen Jahren extrem niedrige Zinsen. Die lagen jetzt jahrelang bei 0%. Das ist die linke Y-Achse. Und gleichzeitig ist die Inflation jetzt sehr stark angestiegen. Wir liegen hier in der Grafik bei 8%. Inzwischen sind wir schon zweistellig. Das heißt, hier baut sich eine gewaltige Spannung auf. Und es ist die Frage, kommt es jetzt so wie in der Vergangenheit zu deutlich steigenden Zinssätzen? Der Zinstrend hat ja gedreht, das haben wir eben gesehen. Aber andererseits können die Zinsen oder dürfen die Zinsen gar nicht so weit steigen, weil wir sonst Staatsbankrotte von hochverschuldeten Industrieländern haben werden, allen voran Japan. Wie gewaltig der Verbraucherpreisindex angestiegen ist, das sehen Sie in dieser Grafik. Hier geht es um die Importpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat. Zweifellos ist eine Zeit hoher Inflationsraten angebrochen. Jetzt kommen wir zu dem Euro. Er liegt inzwischen unter der Parität zum US-Dollar. Frage: Was passiert mit dem Euro, wenn Deutschland richtig kollabiert? Die Schwäche der eigenen Währung heißt ja, dass Produkte aus dem Nicht-EU-Ausland teurer werden. Das heißt, hier bekommen wir über die schwache Währung sogar noch eine importierte Inflation, die das Problem noch verschlimmern wird. Und hier sehen wir, wie dramatisch die Produzentenpreise in Deutschland angestiegen sind in den letzten 2 Jahren. Die vierte Gefahr für die Immobilienmärkte ist die Deindustrialisierung, die in Deutschland begonnen hat. Das heißt, wir haben auf Sicht Jobverluste und in der Folge Kaufkraftverluste zu erwarten. Und dass das negativ für die Immobilienmärkte ist, ist klar. Wir haben zu hohe Energiepreise und Unternehmen aus allen möglichen Branchen stellen die Produktion ein oder bereiten sich darauf vor. Hier am Beispiel der Stahlwerke. Was bedeutet das? Die Vorprodukte fehlen, das heißt, die Endprodukte können nicht mehr produziert werden, jedenfalls nicht in Deutschland. Das heißt, wir müssen teuer aus dem Ausland beschaffen und auch das wiederum bedeutet importierte Inflation. Die Handelsbilanz war über Jahre und Jahrzehnte positiv in Deutschland. Das ist vorbei. Und so muss die Frage erlaubt sein, ist Deutschland noch Exportweltmeister? Und funktioniert das Geschäftsmodell unter diesen Bedingungen noch? Zweifel sind angebracht. Für die besonders energieintensive deutsche Wirtschaft sind daher hohe Energiepreise ein wirklich existenzielles Problem. Das deutsche Exportmodell erweist sich als nicht mehr zukunftsfähig. Dieses Wirtschaftsmodell bricht jetzt zusammen, vor unseren Augen. Tja, und nachdem jetzt auch die Gaspipeline Nord Stream 1 komplett zerstört wurde, ist auch eine mögliche Wiederaufnahme der direkten Gaslieferungen aus Russland über Nord Stream 1 keine Option mehr. Über die teilweise intakte Pipeline Nord Stream 2 wäre es möglich, ist aber politisch nicht gewollt. Die Energiepreise bleiben also hoch und werden im Falle eines sehr kalten Winters wahrscheinlich noch weiter steigen. Wer profitiert von der deutschen und europäischen Wettbewerbsschwäche in besonderem Maße? Ganz klar die USA und China. Die Deindustrialisierung hat natürlich Folgen, die wir schon sehen. Die Leistungsträger wandern ab. Aktuell sehen wir, dass sich der Trend zur Auswanderung verstärkt, unter anderem auch nach Mauritius. Immer mehr Deutsche entdecken Mauritius. Derzeit begrüße ich quasi im Wochentakt einen neuen Klienten hier auf unserer schönen Insel und noch mehr bereiten sich darauf vor. Dabei geht es um die Themen Immobilien kaufen, Unternehmen gründen, Daueraufenthaltsgenehmigungen bekommen, als Plan B sozusagen für alle Fälle,
oder sogar die komplette Auswanderung als Plan A. Ich zeige Ihnen nun den verheerenden Effekt der Kapitalgewinnsteuer oder Spekulationssteuer bei hoher Inflation. Nehmen wir einmal an, wir haben über einen Zeitraum von 5 Jahren eine Inflationsrate von 20%. Nehmen wir weiterhin an, dass die Immobilie ihren Wert real behält, das heißt nach Abzug der Inflation bleibt der Immobilienpreis gleich. Wir nehmen weiterhin an, dass der aktuelle Wert der Immobilie 500.000 Euro betragen mag. Und die letzte Annahme ist, dass wir nach 5 Jahren verkaufen. Wie entwickelt sich der Nominalwert? Von dem Ausgangswert von 500.000 Euro sind wir nach einem Jahr schon bei 600.000 Euro, nach 2 Jahren bei 720.000 Euro und schließlich nach 5 Jahren bei über 1,2 Millionen Euro. Das ist nur die Entwicklung des Nominalwertes. Jetzt kommen wir zur Veräußerung. Was für einen Wertzuwachs haben wir? Gemäß unserer Annahme Wertstabilität über 5 Jahre ist der Wertzuwachs real betrachtet 0 Euro. Aber nominal betrachtet war der Wertzuwachs 744.000 Euro. Und auf die müssen jetzt Spekulationssteuern gezahlt werden. Das bedeutet, bei einem persönlichen Steuersatz von 25% sind das 186.000 Euro Steuern. Und bei einem persönlichen Steuersatz von 45% wären es sogar 335.000 Euro Steuern. Die Spekulationssteuer berechnet sich ja an Ihrer persönlichen Einkommensteuer und ist auf den Wertzuwachs beim Verkauf zu bezahlen. Das bedeutet, obwohl die Immobilie die Aufgabe Werterhalt in der Inflation auf den ersten Blick erfüllt hat, endet das Investment mit einem erheblichen realen Verlust von 25 bzw. 45%. Daher merken Sie, bei hoher Inflation bekommt die Kapitalgewinnsteuer den Charakter einer Substanzsteuer. Das übersehen die allermeisten Immobilienbesitzer. Jetzt fragen wir mal, um wie viel stärker als die Inflation muss die Immobilie im Wert steigen, damit die Kapitalgewinnsteuer keine Substanz verzehrt. Bei einem Steuersatz von 25% wäre das Ziel 1,25 Millionen Euro nach Steuern. Das bedeutet 1,65 Millionen Euro vor Steuern. Das wären 33% mehr als die normale Inflation. Und zwar nicht 25% mehr, da ja die Steuer von oben nach unten gerechnet wird und wir jetzt von unten nach oben rechnen. Bei 45% Kapitalgewinnsteuer müsste die Immobilie sogar um 82% mehr als die normale Inflationsrate steigen. Und die Frage ist erlaubt, wie realistisch ist diese Annahme? Schlussfolgerung ist klar, vermietete Immobilien sind in einer Phase hoher Inflation keine gute Anlage. Und daraus ergeben sich jetzt einige Handlungsoptionen. Einmal das Ende der 10-jährigen Spekulationsfrist abwarten. Aber das gilt natürlich nur für den privaten, nicht für den gewerblichen Bereich. Und dabei beachten Sie bitte die 3-Objekt-Grenze. Eine weitere Option wäre, eine zunächst vermietete Immobilie in den letzten 3 Jahren vor Verkauf selbst zu bewohnen. Aber es ist natürlich klar, für Auswanderer ist das eine völlig ungeeignete Option. Und dann, und das ist das, was ich empfehle, wandern Sie in ein Land aus, wo es keine Kapitalgewinnsteuer gibt. Aber, und jetzt schauen wir uns die relevanten steuerlichen Regelungen im Außensteuergesetz und im Einkommensteuergesetz an. Im Außensteuergesetz in § 2 ist geregelt, wenn jemand in einem ausländischen Gebiet ansässig ist, in dem das Einkommen nur einer niedrigen Besteuerung unterliegt, oder wenn man in gar keinem ausländischen Gebiet ansässig ist, also das ist die Bedingung zum Beispiel von Perpetual Travelers, also Leuten, die ständig auf Reisen sind und in keinem Land irgendwo einen gemeldeten Wohnsitz haben, dann ist man
nicht nur beschränkt steuerpflichtig, darauf komme ich gleich noch, sondern sogar erweitert beschränkt steuerpflichtig. Und das bedeutet, dass auf nicht ausländische Einkünfte im Sinne des § 34d Einkommensteuergesetz eine unbeschränkte Einkommensteuerpflicht gilt. So, was sagt jetzt der § 34d? Zu den ausländischen Einkünften gehören unter anderem sonstige Einkünfte im Sinne des § 22, wenn, das ist jetzt relevant für Immobilienbesitzer, bei privaten Veräußerungsgeschäften die veräußerten Wirtschaftsgüter in einem ausländischen Staat belegen sind. Also Umkehrschluss, wenn eine Immobilie in Deutschland belegen ist, dann spielt es überhaupt keine Rolle, wo Sie Ihren Wohnsitz haben. Sie sind für diesen Wertzuwachs in Deutschland steuerpflichtig und müssen die Spekulationssteuer bezahlen. Das sagt auch § 1 Einkommensteuergesetz, wo es um die Steuerpflicht gilt. Wenn ein Deutscher im Ausland wohnt, ist er mit seinen inländischen Einkünften nämlich weiterhin beschränkt steuerpflichtig in Deutschland. Und hier heißt es im § 1 Absatz 4, natürliche Personen, die im Inland weder einen Wohnsitz noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, sind vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 und des § 1a beschränkt einkommensteuerpflichtig, wenn sie inländische Einkünfte im Sinne des § 49 haben. Und dieser § 49 wiederum hat eine Regelung ähnlich des § 34d, ist zwar nicht deckungsgleich, aber es ist klar, bei Immobilien gilt das Belegenheitsprinzip, also liegt die Immobilie in Deutschland, ist der Eigentümer in Deutschland steuerpflichtig. Zusammenfassend lässt sich sagen, vermietete Immobilien sind in einer Phase hoher Inflation keine gute Kapitalanlage. Was kann man also machen? Auswandern in ein Land ohne Kapitalgewinnsteuer und dort in Immobilien investieren. Das ist der Königsweg. Das Fazit ist klar. Eine Immobilie zu Kapitalanlagezwecken in Deutschland zu behalten, lohnt sich nur für Selbstnutzung oder unter folgenden Bedingungen. Erstens, Verkauf nach Ablauf der Spekulationsfrist von 10 Jahren. Zweitens, keine Gewerblichkeit, also innerhalb der 3-Objekt-Grenze verbleiben müssen. Drittens, kein realer Wertverlust, also Preissteigerung abzüglich Inflation. Und viertens, dass es zu keinem wie auch immer gearteten Lastenausgleich kommt. Also, verkaufen Sie Ihre Kapitalanlageimmobilie in Deutschland und erwerben Sie eine Immobilie in Mauritius, wo es keine Kapitalgewinnsteuer gibt, wir also die Inflationsproblematik nicht haben und wo es auch keine Grundsteuer gibt. Hinzu kommt, dass Mauritius in dem Teil der Welt liegt, wo in Zukunft die Musik spielen wird. In Asien und in Afrika.